Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aller Lob mit Liebe und Verehrung gebührt Allah, dem Schöpfer, Lenker, Herrscher, Halter des gesamten Universums. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Und Frieden und Segen sei mit dem Gesandten Allahs. Das Thema von heute ist der Junkie mit dem guten Herz. Das ist das Thema von heute. Der Junkie mit dem guten Herz. Ich benutze gerne oft Begriffe wie zum Beispiel Blockhüttendawa, Disco-Muslime, um einen Begriff, einen provozierenden Begriff einzupflanzen, damit man sofort in der Situation, wo so etwas trifft, sofort diesen Begriff im Kopf hat und sofort abgeschreckt wird oder sofort zu etwas motiviert wird. Das ist praktisch wie eine Metapher, um es einem zu verdeutlichen. Der Junkie mit dem guten Herz. Wie komme ich auf dieses Thema? Ich erlebe es sehr, sehr häufig, auch wenn ich mit Muslimen unterwegs bin, dass gewisse Pflichten vernachlässigt werden. Ich habe es zum Beispiel, was für mich, Alhamdulillah, möge Allah mir Ikhlas geben, unheimlich wichtig ist das Gebet zu beten. Und das sollte für jeden Muslim ein absolutes Muss sein. Und deswegen ist es dann so, dass ich solche Sachen auch von vornherein, wenn ich auf eine Reise fahre, organisiere und schaue, wie ich am besten beten kann und mir Gedanken mache, was würde passieren, wenn zum Beispiel ein Najasa auf die Hose kommt, etc. Und deswegen habe ich zum Beispiel meistens im Handgepäck eine Ersatzhose drin. Ja? Wenn ich beispielsweise mit dem Flugzeug fliege. Oder ich habe bestimmte Sachen, oder ich ziehe von vornherein dicke Strümpfe an, um Mess über die Strümpfe zu machen, damit es für mich auf der Reise leichter ist, Wudu zu machen. Aber wir fahren zum Beispiel sogar zur Umrah, und das muss man sich mal vorstellen. Und da sitzt man im Flugzeug mit Leuten, und die kommen gerade von der Umrah, und die beten nicht. Die beten nicht im Flugzeug. Die lassen die Gebetszeit einfach so. Aber das sind die super Top-Muslime. Wir sind die Radikale. Das sind die super Top-Muslime. Allah sagt, Inna salate kanat al-mu'minine kitaben mawquta. Wahrlich, das Gebet ist den Menschen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Und da wird nicht gebetet. Und das Gebet wird einfach nicht ernst genommen. Es wird nicht Richtung Qibla gebetet. Es wird nicht zur richtigen Zeit gebetet. Es wird nicht im Stehen gebetet. Ja, einfach im Sitzen. Der Prophet a.s.w. sagt, Salli qa'iman, fa'inlam tastati'a qa'idan, fa'inlam tastati'a 'ala jamb. Bete stehend, die Pflichtgebete, und wenn du es nicht kannst, dann sitzend. Und wenn du es nicht kannst, dann auf der Seite liegend. Das heißt, wenn du auf einer Reise bist, zum Beispiel in einem Flugzeug, du musst erstmal schauen in dem Flugzeug, ob du im Stehen beten kannst. Und wenn du nicht im Stehen beten kannst, dann kannst du im Sitzen beten. Aber ich gebe mal ein Beispiel. Beim letzten Mal zum Beispiel, wir durften nicht im Stehen beten. Ja, im Gang beispielsweise, und es gab leider keinen Gebetsraum in dem Flugzeug. Einmal, kurz vor Abflug, habe ich gefragt, und dann konnte ich hinten im Flugzeug, hat man mir die Möglichkeit gegeben, da war ein, wo links und rechts die Getränke waren, um dort zu beten. Und da konnte ich schnell noch Richtung Qibla beten. Dann sind wir einmal von Mekka weggeflogen. Man ist dann, die Qibla ist ja praktisch in die andere Richtung. Wie man dann beten kann, ist, indem man auf seinem Platz steht, der Sitz ist hier, das heißt, hier ist der Sitz, wo man eigentlich sitzt, ja, und dann betet man im Stehen, okay, dann macht man den Ruku, indem man einfach runtergeht, und dann macht man den Sujud, indem man mit seinen Knien auf seinen Sitzplatz geht und sich. Das heißt, fatakullah mastatat, und fürchte Allah so gut du kannst. Aber viele Leute nehmen die Sachen total leicht, und manche beten noch nicht mal. Und sie fahren auf die Reise und beten noch nicht mal. Und dann gibt es Muslime, die Zina machen und Unzucht begehen und Alkohol trinken und alle möglichen Schwachsinn machen,
Gerade was die Arbeit geht, das ist so, als wenn ja Arbeit erlaubt alles. Arbeit ist ja auch Ibadah. Und woher kommt das meistens? Oder in sehr vielen Fällen habe ich beobachtet, ja, dass es dann immer durch den Umgang so weit kommt. Man hat einen Umgang mit Leuten, die nichts machen. Ich bin ein guter Muslim, ich gehe ja zum Freitagsgebet, ansonsten bete ich 5 Gebete nie, obwohl diese Sünde ungefähr so schlimm ist wie Mord. Ist ja alles, ist eine kleine Sünde. Der Prophet a.s.w. sagte, sinngemäß, dass der Gläubige eine kleine Sünde sieht wie einen Berg. Und dass der Munafik eine große Sünde sieht wie eine Fliege. Das ist ein Hadith, der sinngemäß so überliefert wird. Ja, und da wären große Sünden, wie nicht zu beten, als was ganz Kleines gesehen. Nicht zu fasten. Fastest du? Boah, mashallah, tabarakallah, mashallah, alhamdulillah, ich bin auch Muslim. Ja, ja. Betest du echt? Boah, krass, ey, betest du? Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das muss eine Selbstverständlichkeit zu sein, zu beten. Und deswegen habe ich mal gesagt, das ist schlimmer, als wenn deine Schwester im Bordell arbeitet, nicht zu beten. Und glaub es mir. Glaube es mir. Gehe zu den Büchern der Gelehrten. Das sind nicht meine Worte. Und du wirst sehen, dass Zina, Unzucht, nicht so schlimm, Unzucht, das heißt zum Beispiel im Bordell, das ist Unzucht, nicht so schlimm ist, wie nicht zu beten. Unzucht ist nicht so schlimm, wie nicht zu beten. Alle Gelehrten des Islams werden dir das sagen. Und deswegen bringe ich dieses drastische Beispiel. Aber damit wird umgegangen wie nichts. Warum? Weil man hat einen Umgang mit Leuten, die alle nichts machen. Und dann denkt man sich, ach ja, die machen ja sowieso alle nichts. Und sind alle stolze Muslime. Ja? Da ist sich gerade ein Joint am Rauchen. Drogen am Einpfeifen. Ja? Eine Spritze am Geben. Er sagt, ich habe ein gutes Herz. Hauptsache, man hat ein gutes Herz. Deswegen sage ich, der Junkie mit dem guten Herz. Was ist, du hast ein gutes Herz? Wer hat dir gesagt, dass du ein gutes Herz bist? Ein gutes Herz hast? Was gibt dir die Überzeugung davon, dass du ein gutes Herz hast? Nach welchem Maßstab ein gutes Herz? Nach deinem Maßstab? Adolf Hitler hatte auch nach seinem Maßstab ein gutes Herz. Mao Zedong, Massenmörder, hatte auch ein gutes Herz nach seinem Maßstab. Der größte Drogenboss aus Kolumbien, der ist auch gut zu seiner Familie und sagt, ich habe ein gutes Herz, ich habe ja da und da gespendet. Was sagt dir, dass du ein gutes Herz hast? Wer sagt dir das? Dein Maßstab muss Koran und Sunna sein. Deswegen schau, bin ich ein Junkie und sage, ich habe ein gutes Herz? Du hast nicht nur Pflichten gegenüber dem Schöpfer, gegenüber der Schöpfung, du hast auch Pflichten gegenüber dem Schöpfer. Viele reden sich ein, oder der Scheitan lässt es ihnen im schönsten Licht erscheinen, ja, ich habe ja ein gutes Herz. Okay, betest du 5-mal am Tag? Nein. Das ist die grundlegende Pflicht des Muslims. Wie kannst du ein gutes Herz haben, wenn du nicht 5-mal am Tag betest? Du hast vielleicht ein gutes Herz gegenüber deinem Kind. Hat der kolumbianische Drogenboss vielleicht auch. Hat vielleicht auch Pablo Escobar. Der hat das vielleicht auch. Zu seinen Kindern, zu seiner Familie ist der gut. Der ist vielleicht zu den Nachbarn gut. Aber du begehst eine der größten Sünden gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen lass dich nicht vom Scheitan reinlegen. Lass dich nicht vom Scheitan reinlegen, indem du dir erzählst, ich habe ein gutes Herz. Ich sage nicht, ich habe ein gutes Herz. Nur damit man Bescheid weiß. Ich sage, ich hoffe, dass ich ein gutes Herz habe. Möge Allah mir Ikhlas in meinen Taten geben. وَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ Redet euch nicht selber rein, sagt Allah im Koran. Und da kommen Leute, die die größten Sünde begehen. Die haben eine Freundin, die gehen ins Bordell, die nehmen Drogen, die beten nicht, die fasten nicht. Die gehen dann einmal im Jahr in die Moschee und sagen, wir haben ein gutes Herz. Der Scheitan hat dich hundertprozentig reingelegt. Und das Problem ist für die anderen, die mit solchen Leuten rumhängen, für euch wird die Sünde zu einer Normalität. Und dann wird die Sünde selber begangen, weil
um mich herum, mein ganzes Umfeld macht es. Der Prophet a.s.w. sagte, dass das Beispiel von dem, der mit einem Guten sitzt und der mit einem schlechten Menschen sitzt, wie das Beispiel ist von jemandem, der mit einem Miskverkäufer sitzt und der mit einem Schmied sitzt. Wenn du bei dem Miskverkäufer sitzt, wirst du einen schönen Geruch abbekommen. Wenn du bei dem Schmied sitzt, wird dir ein Funk auf deine Kleidung fallen oder deine Kleidung wird stinken. Deswegen, wenn du dich anderen mit solchen Leuten umgibst, nur um Spaß zu haben und nicht um sie zu ermahnen, um das Gute für sie zu wollen, wundere dich nicht, wenn dein Herz umgedreht wird. Wundere dich nicht, wenn dein Herz umgedreht wird. Al-Maru ada dini khalili falyandu ahadukum an yukhalil. Die Person ist auf der Religion seines engsten Freundes, so soll jeder schauen, wen er zu seinem engsten Freund nimmt. Und wenn du mit solchen Leuten unterwegs bist, dann mach Dauer mit ihnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht halten. Subhanahu wa ta'ala bihamdika shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.